willkommen zur Spitzenspielparty Teil 2 hier in Peiting. Adam Duan versucht sich hier durchzusetzen, scheitert aber am letzten Verteidiger. Das Tor für die EC Hannover Indians. Ein absoluter Top-Talk mit Totti, heute Abend mit Louis Jungwirth. Wo warst du heute Abend? Ja, im Eishockey. Was hast du genau gesehen? Überragende Hannoveraner Spieler. Gegen wen haben die gespielt? EC Peiting. Warte mal, bevor du weitersprichst. Deine Fragen sind ja eh alle nicht so gehaltvoll. Lass mich mal lieber eine Frage an dich richten. Also, Trikottausch kenne ich ja. Aber Kapuzenpulli-Tausch habe ich bisher noch nicht erlebt. Wie bist du dazu gekommen? Peiting ist ab heute auch Indianerland. Wie hat es dir gefallen hier bei den beiden Duellen Hannover gegen Peiting, Peiting gegen Hannover? Ja, das erste Duell in Hannover war natürlich vom Spielerischen her wesentlich besser wie heute. Nein, wir wollten nur sagen, hallo Indianer, hallo Hannover, schön, dass wir euch gehabt haben und schöne Grüße an Jasmin, Sven, Sarah und alle anderen, die uns so gut betreut haben im DAX. Dankeschön. Danke euch auch. Oh, und Tor für den EC Peiting. Jawohl, und da ist das Tor. Wieder was, Adam Duan. Wenn die Puck am Boden liegt, ist er wie Larry Octopus. Inzwischen rufen wir unsere Fans aus Hannover, 150 dürfte es sein. 105-1 für die Hannoveraner fehlt, bei 44-40 gespielt. Was bringt dir dieses Wochenende hier in Peiting? Ist der Hammer. Es ist, das habe ich noch nie gesehen, sowas, was hier gerade abgeht. Und es ist einfach der Hammer. So, Ismet, du warst vorhin einer derjenigen, die wirklich auf dem Eis noch aktiv waren. Ja, mein Spaß ist so groß, meine Freude, die Purzelbäume. Alle Menschen haben sich gefreut. Ich bin so stolz auf euch allen. Wir müssen zusammenhalten. What do you think about Hannover? It's awesome. Great town, great fans. The rink's the best in the league. Couldn't ask for anything more. Wie viel Bier hast du getrunken? Ich habe heute nur 2 getrunken. Das glaubt ja keine Sau. Ralle, was ist hier genau passiert? Ja, ganz einfach. Wir haben Bomber nach Hause gebracht mit der Zapfanlage und dann sagt er, hier oben auf den Hauptverkehrswegen kannst du drehen. Und wenn man mal hier guckt, wie die Hauptverkehrswege hier in Luttrum aussehen. Ja. Hier ist der Schuldige für das ganze Ding. Bomber, was hast du dazu zu sagen? Ich bin sprachlos. Wie, du bist sprachlos? Bomber ist sprachlos, ja. Ich meine, wir sind hier auf dem Sportplatz. Wie wär's mal mit 18 gute Spieler? Andy, ich habe gehört, du hast Angst, dass wir heute Abend um 19 Uhr nicht pünktlich beim Spiel sind und du Umsatzeinbußen hast. Ja, wir haben ja noch ein paar Ersatzverkäufer bei uns am Pferdeturm und also das klappt schon. Wir kriegen auch heute Abend gegen Klostersee trotzdem unsere 28.000 Euro Umsatz hin. Jim, wie gefällt es dir in Luttrum auf dem Fußballplatz? Ja, ich finde es gut, dass da Fernsehen dabei ist, weil wenn ich das in meinem Blog schreibe, dann glaubt mir das auch wieder kein Schwein.